Gut. Ich würde sagen, wir fangen langsam mal an. Wir haben jetzt ein paar Minuten gewartet, bis alle in das Meeting reingejoint sind. Es joinen jetzt nur noch Leute. Es tut mir leid, dass wir das Geräusch nicht ausgestellt haben. Aber ich denke, wir werden es trotzdem schaffen. Genau. Mein Name ist Noam. Ich glaube, die meisten von euch kennen mich eh schon. Ich bin jetzt eben in der Studienvertretung Humanmedizin. Und einer meiner Aufgabenbereiche ist eben auch die Zusammenarbeit mit der Anatomie, und im Rahmen dessen eben auch die Organisation von der Line OM, also dass ich hier gemeinsam mit der SpinForce, also halt einer Gruppe von ÖHALIs, auch mithelfen kann, das für euch alles ein bisschen unkomplizierter zu machen. Gut, zum heutigen Ablauf. Also zuerst mal werde ich euch generell ein bisschen was erzählen. Mein Aufgabenbereich sind eben die Spinde am Anatomischen Institut, das Drucken von Sezierleitungen und Bereitstellen von Arbeitsmaterial wie eben Handschuhe, Sezierbesteck, Skalpellklingen. Da werde ich euch ein bisschen was erzählen. Danach wird die Anna Meierhofer, das ist eine OM-Tutorin, die eben auch bei uns in der ÖH aktiv ist, die wird euch dann etwas darüber berichten, wie man sozusagen für OM lernt oder was, wie generell halt die Line so ausschaut. Danach werden noch Dr. Hirtler und Professor Weninger einen kurzen Teil zur Line-Organmorphologie halten. Und dann am Ende ist noch Hanna dabei, eine Zahnorganmorphologie-Tutorin, die eben dann auch für die Zahnis unter euch ein bisschen Infos geben kann, falls es hier noch zahnspezifische Fragen gibt, die in dem generellen Vortrag, der halt doch eher für Humanis gemacht ist, dass, falls ihr hier noch irgendwie Fragen habt, dass das Ganze dann auch aufgeklärt werden kann. Gut, generell einmal also die wichtigste Frage zuerst eigentlich, wie kommt ihr überhaupt zu euren Spinden? Ich habe hier einen kleinen Screenshot aus Google Maps reingepackt und ihr seht eben, ich habe hier zwei rote Pfeile eingezeichnet. Also ihr schaut da auf den Innenhof vom Anatomischen Institut, also wo ihr eben auch durch die Schwarzspanierstraße hineingehen könnt. Und das sind eben die zwei Zugänge in die Stiegenhäuser, wo ihr dann eben die Spinde findet. Und es ist eben so, also ihr habt hier sozusagen vom Eingang also vom Eingang zum Innenhof den vorderen Pfeil, der führt euch zum Stiegenhaus für diese Zierseele 1 bis 3. Und dann da, wo der hintere Pfeil markiert ist, der führt euch dann zu dem Stiegenhaus für diese Zierseele 4 bis 6. Also das sind dann eben die sechs Zierseele am Anatomischen Institut. Und in einem von denen werdet ihr dann für die Laienorganmorphologie eben die Lehrveranstaltungszeit verbringen. Genau, hier sieht man nochmal den Innenbauriss sozusagen. Das schaut dann eben so aus. Also aus dem Innenhof geht ihr eben hier, wo diese Pfeile eingezeichnet sind. Kann ich euch das besser zeigen? Hier seht ihr die Pfeile. Und da ist es dann eben, also da kommt ihr dann eben aus dem Innenhof herein und habt dann diese Stiegenhäuser. Und also sozusagen die Sezierseele 1 und 4, die sind eben unten im Bereich des Erdgeschosses. Dann die Sezierseele 2 und 5 sind eben im ersten Stock und die Sezierseele 3 und 6, die sind ganz oben im zweiten Stock. Ihr seht hier auch aufgelistet die verschiedenen Nummern mit den Abkürzungen und hier handelt es sich eben um die verschiedenen Spindnummern. Es wird so sein, dass eure Kleingruppen immer jeweils eine bestimmte Anzahl an Spinden zugeteilt bekommen. Diese Einteilung erfolgt durch uns, also durch die Studienvertretung in Kooperation mit der Anatomie, weil wir eben sozusagen für die Verwaltung der Spinde zuständig sind. Genau, also da gibt es eben auch wieder
in jedem Stockwerk eine gewisse Anzahl an Spalten. Also TP steht für Tiefparterre. Das ist sozusagen die erste Ebene, wenn man von draußen reinkommt. Hochparterre ist dann die zweite Ebene. Und dann erster, zweiter, dritter Stock ist eh selbsterklärend. Ihr werdet in eines dieser Stockwerke zugeteilt. Keine Sorge, ihr bekommt die Info noch, wo ihr eingeteilt werdet, bevor eure Leihen nächsten Montag beginnt. Also es sind da ja doch noch ein paar Tage und da werden euch alle Informationen rechtzeitig erreichen. Gut, Nutzungsbedingungen. Das ist auch etwas, was wir in Kooperation mit der Anatomie durchführen. Dr. Hirtle ist hier so nett und baut eben unsere Nutzungsbedingungen für die Spinde in den Moodle-Kurs Organmorphologie ein. Und das müsst ihr dann bestätigen, wenn ihr das erste Mal den Kurs beitritt. Ich denke, so kurz vorm Semesterbeginn haben die meisten von euch das eh auch schon erledigt, dass ihr diese Nutzungsbedingungen bestätigt. Kurz zusammengefasst, was steht da drin in den Nutzungsbedingungen? Das Ganze schaut so aus. Ihr kommt immer zu einer Einheit Organmorphologie hin. Ihr packt eure Sachen, die ihr nicht im Saal dabei haben wollt oder dürft, in eine von den Spinden, der eurer Kleingruppe zugeteilt wurde. Dann geht ihr präparieren. Und wenn ihr dann fertig seid mit der Präparationseinheit, dann räumt ihr euren Spind wieder aus und nehmt eben alles mit nach Hause, was ihr verwendet. Der Grund dafür ist, dass an der Uni eben weiterhin, also es ist eben mit mehr Präsenz und es ist alles etwas aufgelockert, aber es ist eben immer noch die Voraussetzung, dass man halt vorsichtig umgeht und dass halt gewisse Hygienekonzepte eingehalten werden. Und eben auch, dass beim Umziehen immer noch ein bisschen ein Abstand gehalten wird zwischen den Leuten. Und wenn dann eben irgendwie die Spinde blockiert sind und Leute dann beim Umziehen halt dicht nebeneinander stehen, das ist halt ein Risiko, was die Uni nicht eingehen möchte. Und deswegen wird das eben so geregelt, dass man die Spinde einfach wieder ausräumt am Ende der Einheit und dass so einfach immer genug Spinde frei sind, dass alle Leute sich mit einem gewissen Abstand zueinander umziehen können. Genau. Ja, wenn zu viele Spinde doch zubleiben, also halt zugesperrt bleiben sollten zwischen den Einheiten, dann müssen wir die leider auch aufbrechen. Also das ist von den Nutzungsbedingungen gegeben, ist natürlich etwas, was wir sehr ungerne tun. Wir haben echt keinen Bock, eure Sachen aufzubrechen. Das ist wirklich nicht das, womit wir gerne unsere Zeit verbringen. Aber wenn es nicht anders geht und die Spinde halt nicht regelmäßig geräumt werden nach den OM-Einheiten, dann muss das leider sein. Also da würde ich euch bitten, halt echt einfach eure Sachen wieder mit nach Hause zu nehmen. Vielleicht noch, also wie in den Vorlesungen, ein paar schockierende Bilder. So kann das aussehen, wenn Leute ihre Spinde nicht räumen und es ist halt einfach ein bisschen grauslich. Also halt, man sieht es eh ganz schön in der Mitte vom Bild, ein schimmelndes Salamibrot. Das muss halt einfach nicht sein. Also schaut bitte einfach, dass ihr halt eure Spinde gescheit ausräumt, wenn ihr fertig seid mit der Einheit. Und dann ist das für alle einfach viel angenehmer. Gut, Sezierenleitung. Die meisten von euch haben vielleicht eh auch schon von der Sezierenleitung gehört. Die Anna wird dann nachher noch etwas detaillierter darüber reden. Prinzipiell ist die Sezierenleitung eben das Dokument, an dem ihr euch bei der Präparation orientiert. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Die sind aktuell noch im Druck und die werden dann am Freitag bei uns ankommen. Und ihr seht hier eh oben groß das Datum. Die werden dann eben kommende Woche, also zum Leihenbeginn, werden die entweder im Innenhof, also da, wo ihr ins Gebäude hineingeht, oder direkt beim Saaleingang von uns verteilt werden. Das werden wir uns dann je nach Tag noch anschauen, was eben am besten ist, aber da müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr die jetzt noch nicht bekommt. Ihr kriegt die dann eben rechtzeitig zum Leihenbeginn. Aktuell sind sie, denke ich, auch schon im Moodle-Kurs online, also ihr könnt dann das digitale Dokument auch schon euch anschauen, aber
Die Sezieranleitung für den Saal, die wird dann eben direkt vor Start ausgegeben. Aber sie kommt. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Gut, Handschuhe und Klingen, das sind, würde ich mal behaupten, neben dem Sezierbesteig und der Sezieranleitung die wichtigsten Sachen, die man im Saal braucht. Es ist dieses Semester so, die Handschuhe könnt ihr von uns kaufen. Und also eben die Daten sind auch wieder oben eingeblendet. Eben 23.02. hat heute begonnen und geht eben noch bis zum 27., also bis diesen Sonntag. Und da sind immer eben Leute von der ÖH von 13 bis 16 Uhr eben im Innenhof Schwarz-Spanier-Straße 17. Ich lese den Text ab, aber sind halt die wichtigen Infos. Genau, und da könnt ihr eben wirklich zu einem sehr billigen und guten Preis, den wir eben aufgrund der großen Sammelbestellung, also wir haben hier 1600 Packungen Nitrilhandschuhe bestellt, eben können wir euch hier wirklich einen extrem guten und sehr billigen Verkaufspreis auch anbieten. Also ich würde euch sehr empfehlen, dass ihr davon Gebrauch macht. Was ich so gesehen habe, kosten im Einzelhandel irgendwie Handschuhpackungen 8 bis 10 Euro. Also wenn ihr Zeit habt, schaut, dass ihr vorbeikommt. Die Skalpellklingen wird es im Seziersaal geben. Da haben wir auch Großbestellungen für euch eingekauft. Und das Ganze schaut so aus, dass wir sie dieses Wochenende in die Säle bringen. Und es wird dann immer direkt beim Saaleingang ein paar Packungen Skalpellklingen geben. Schaut halt, dass ihr bedacht mit den Klingen umgeht. Also, ich meine, natürlich, also ich kenne es ja eh selber, es ist extrem nice, mit einer frischen Skalpellklinge zu präparieren. Das werdet ihr dann auch sehen. Aber schaut halt einfach, dass ihr bedacht und sparsam damit umgeht, dass wir halt mit dem, was wir bestellt haben, über das Semester auskommen. Das wäre extrem cool, wenn ihr da ein bisschen darauf achten könntet. Genau. Hier nochmal ein kurzer Nachhang. Also die sich ein Sezierbesteig bei uns reserviert haben, die wissen ja auch, dass man Scrubs und einen Mantel bestellen konnte. Grundsätzlich, also das ist vielleicht auch noch eine wichtige Info, die bis jetzt noch nicht so ganz durchgekommen ist, wenn ihr in den Seziersaal reingeht, müsst ihr einen Mantel anhaben, einen weißen Mantel. Das ist sehr wichtig, aber ihr müsst keine Scrubs anhaben. Ich kenne selber, es ist extrem angenehm, Scrubs anzuziehen, weil sie einfach gemütlich sind. Aber grundsätzlich könnt ihr auch einfach unter dem weißen Mantel alte Kleidung anziehen oder Jogginghosen. Es sollte halt irgendeine Kleidung sein, die ihr danach nicht mehr anziehen wollt. Also der Geruch bleibt halt doch ein bisschen haften. Was man dazu dann noch sagen kann, die Mäntel und Scrubs, die werden von uns eben immer in den Semesterferien für den Jahrgang, der mit OM1 beginnt, vorbereitet. Und es ist dann eben so, also wir haben nur die Mäntel und wir haben nur die Scrubs, die von den vorherigen Jahrgängen gespendet werden. Und wir machen die dann sauber und bieten sie euch eben an zum Verleih. Aber das, also ist halt eine wichtige Info, wenn ihr dann im sechsten Semester mit OM3, also in 1,5 Jahren, dann fertig seid, dann wäre es wirklich cool, wenn ihr die Mäntel und die Scrubs wieder zu uns zurückbringen könnt, weil wenn die nicht zu uns zurückkommen, dann haben halt die nachfolgenden Jahrgänge einfach weniger davon. Und das wäre halt echt schade, wenn die nicht auf dasselbe Angebot zurückgreifen könnten. Gut, hier nochmal eine kleine Timeline. Ein Teil davon hat eh schon stattgefunden, eben reservieren. Da war ja während Block 9 noch die Anmeldung online. Jetzt aktuell läuft eben die Abholung, hat heute begonnen am 23.02., läuft noch bis zum 27.02. Das ist jetzt eben Sonntag diese Woche. Eben immer von 13 bis 16 Uhr sind wir in der Schwarz-Spanier-Straße 17 für euch da und ihr könnt eure Sachen abholen. Oder auch wenn ihr nichts abholt, nutzt die Gelegenheit und kommt vorbei und kauft euch eine Packung Handschuhe. Wie gesagt, ich bezweifle wirklich, dass ihr sie irgendwo so billig bekommt wie bei uns. Genau, dann habt ihr 1,5 Semester
Blödsinn, was rede ich, 1,5 Jahre sezieren, eben die OM 1, 2 und 3 und dann am Ende von der OM 3, also wenn ihr dann im sechsten Semester seid und eure letzte Endübergabe hattet, dann wäre es halt wirklich toll, wenn ihr eure neuen Sachen, was rede ich, eure Sezierbestecke und eure Scrubs und eure Mäntel eben wieder zurückgeben könntet an uns. Wir haben da eine Abholstation, die wir dann im sozusagen im Vorzimmer von der Anatomie aufbauen werden. Und das wäre halt extrem cool, weil wir können halt nur eben wie gesagt für die jüngeren Jahrgänge mit dem Angebot weitermachen, wenn hier eben alle Sachen zu uns zurückkommen. Genau. Das wäre mein Vortrag. Ich übergebe jetzt an die Anna. Anna ist im fünften Studienjahr und schon ewig lange Anatomietutorin und wird euch jetzt etwas erzählen. Hallo, also wie du oben schon gesagt hast, ich bin die Anna, ich bin Tutorin in OM schon mehrere Jahre und ich erzähle euch jetzt was zum Ablauf vom Kurs an sich. Was ihr hier seht, ist der Sezierplan. Das ist das, was ihr auf der Sezierleitung ganz hinten habt oder auch auf Moodle könnt ihr euch das anschauen. Und das quasi genau aufgelistet, was euch im ganzen Semester erwartet. Also ganz links sieht man die ganzen Wochen und was in jeder Einheit passiert. Ja, ihr seht schon, es gibt sechs Regionen. Ja, euch wird dann jedem von euch wird eine Region zugeteilt. So wie es ausschaut, ich habe noch keine genauen Infos bekommen. Jetzt dürft ihr wieder zu sechst am Tisch präparieren und jeder bekommt eine Region. Und ihr werdet früh genug hoffentlich noch erfahren, welche Region wer präparieren muss dann nächste Woche. Okay? Und dies dann auch für die erste Woche vorzubereiten. Und dann seht ihr, wie es weitergeht. Meistens hat man zwei Einheiten Zeit für eine Region und dann wird getauscht und dann macht man wieder eine andere Region. Und bei den Regionstauschen ist es auch so, dass es dass dann noch Übergaben gibt, das erkläre ich gleich. Genau. Was ihr auch auf dem Plan seht, ist eben die ganzen anderen Termine, wie eben zum Beispiel die Überprüfungen, die es gibt. Es ist so, ich erkläre jetzt mal alle unterschiedlichen Arten von Überprüfungen, die ihr habt. Das klingt am Anfang sehr viel, ist aber im Endeffekt wiederholt sich sehr oft und klingt am Anfang schlimmer, als man glaubt. Das Erste, was wichtig ist, ist das Antestat. Ja, das Antestat müsst ihr immer machen, bevor eine neue Region beginnt. Okay, in der Woche davor. Da gibt es Fristen, die darf man auf keinen Fall übersehen. Viele machen sich immer vor der ersten Einheit Sorgen, wie das Antestat ist. Das Antestat ist ganz einfach. Da geht es eigentlich nur darum, dass man das sichergestellt wird, dass man sich mal mit den Regionen beschäftigt. Ja, das ist online auf Moodle. Das muss man einfach machen. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man es vergisst. Und deshalb tut euch gegenseitig erinnern, dass ihr das nicht vergesst zu machen. Aber wenn man es macht, ist es nicht schwierig. Okay. Die zweite Überprüfung, die ihr habt, ist jedes Mal, wenn ihr in den Saal kommt und präpariert, wird irgendwann mal euer Tutor oder eure Tutorin, die auch mit euch im Saal ist, Fragen stellen zu eurer Region, was ihr gerade macht, zu den Strukturen, Hintergrundwissen. Ich erkläre euch nachher noch genau, was man dann pro Einheit so können muss. Das ist das Nächste. Dann, wenn eine Region immer fertig ist, dann gibt es noch so einen Regionscheck. Da bekommt ihr vielleicht gar nicht so viel davon mit. Da gehen die Tutorinnen durch und schauen sich an, ob das so passt, wie ihr das präpariert habt. Ja, wenn es gar nicht passt, werden sie es euch auch sagen und dann müsst ihr vielleicht auch noch ein bisschen länger bleiben oder so. Aber grundsätzlich beim Regelcheck wird geschaut, sind alle Strukturen da und sind die gut dargestellt und da gibt es auch noch eine Note. Ja, und dann gibt es eben die Übergaben. Die Übergaben sind immer beim Regionswechsel. Außer beim ersten Regionswechsel, da habt ihr noch keine, da könnt ihr euch noch entspannen. Und da werdet ihr dann geprüft über alle Regionen, die bis dahin seit der letzten Übergabe präpariert worden sind, von euch und von euren Kolleginnen. Wie die Übergabe genau abläuft, ist nicht gleich überall. Da gibt es jetzt keine zentrale Regelung. Da fragt am besten in den Einheiten voran eure TutorInnen. Wie das bei euch abläuft, meistens kriegt man bestimmte Anzahl an Strukturen, die man dann zeigen muss
und was dazu sagen muss, zum Beispiel. Okay. Und dann gibt es zum Ende noch die Endübergabe. Ja, das ist eigentlich das gleiche wie die anderen Übergaben, nur nochmal über ganzen Stoff von eurem 1. Genau, das war es jetzt mit den Überprüfungen im Sitzungssaal. Ihr habt ja noch diesen ganzen Moodle-Kurs, da werdet ihr eh später noch was dazu hören. Da gibt es auch noch die E-Tests, also die Online-Überprüfungen. Habt C2 in OM1, jetzt am Anfang eine zum Grundwissen und dann nochmal eine zum Thorax. Der E-Test ist immer am Abend und da meldet man sich vorher an, ja. Und da auch nicht zu sehr davor fürchten. Das heißt, da wird nur Grundwissen gefragt, also nur basale Sachen und deshalb ist das auch machbar. Und auch wenn man nicht schafft, gibt es auch immer Wiederholungstermine, auch online das erste Mal. Und meistens schafft man es dann spätestens beim zweiten Mal. Okay. Du. Passt. Genau. Da sieht man jetzt die Sezierenleitung. Das ist die erste Seite. Ganz am Anfang, rot eingekastelt, steht da Allgemeines. Das ist die ersten paar Kapitel von der Sezierenleitung. Da wird mal grob Grundsätzliches erklärt, also Organisation, wie man aufs Präparat aufpasst. Ja. Präparat aufpassen ist auch ganz wichtig. Da wird auch gut drauf geschaut, dass man immer schön alles abdeckt, was man gerade nicht braucht und so. Ja. Das heißt, das kann auch in die Note einfließen, wenn man da eben nicht sorgfältig arbeitet. Genau. Und generell stehen da auch noch allgemeine Sachen zum Präparieren drinnen, ja, wie man bestimmte Präparationsschritte allgemein macht. Und dazu, zu dem Allgemeinen, ist es auch wichtig, es gibt Moodle auch noch einen Kurs, der heißt Allgemeine Präparierkunde. Da gibt es so Präparationsvideos. Ja, die kann man sich auch anschauen. Vor der ersten Einheit ist das wichtig, da wird das Sezierbesteck einmal vorgestellt. Und da kann man sich auch wichtige Präparationsschritte anschauen, wie zum Beispiel, wie man einen Muskel freilegt oder ein Gefäß oder wie man Haut abzieht. Ja, vor allem vor der ersten Einheit ganz wichtig ist, sich mal anzuschauen, wie zieht man Haut ab, weil das müssen alle ganz am Anfang machen. Und dann, wie sucht man Strukturen im subkutanen Fettgewebe? Das würde ich mir auch vorher anschauen. Dann tut man sich nachher ein bisschen leichter. Man kann dann zwar den Tutorial auch noch fragen, aber dann hat man es schon einmal im Video gesehen. Genau. Ah, perfekt. Gut, und da sieht man jetzt rechts wieder in der Sezierenleitung eine Beschreibung von einer Region. Hier ist jetzt das Beispiel subkutane seitliche Halsregion. Also wenn ihr eure Region habt, dann schaut es in die Sezierenleitung und dann gibt es da immer die genaue Beschreibung. Also zuerst gibt es da immer so ein graues Kastel, ja. Da steht so ein Lerninhalte. Ja? Das seht ihr. Was der Stoff ist, den man für die Einheit, also für die Region können muss, ja. Das ist das, was ihr dann auch im Buch am besten nachschaut, ja. Oft gibt es auch noch ein zweites Kastel, ein graues, wo noch steht vorausgesetztes Wissen. Da steht, das sind Themen, die wahrscheinlich schon beim Curriculum gewesen sind, die man nochmal wiederholen sollte, bevor man die Region anfängt. Und nach diesem Kasten kommt der Text und beim Text geht es hauptsächlich da ums Praktische, also wie man präpariert, also wie man das am besten, wie man das macht, wann man welche Strukturen freilegen muss, welche Strukturen man freilegen muss, ja. Okay. Und das Wichtigste ist eben, dass man am Ende dann eben das ganze Hintergrundwissen hat, den ganzen Lerninhalt und auch weiß, was zu tun ist, ja. Es ist am Anfang ein bisschen schwierig, das einzugrenzen, wie tief man das lernen muss. Schaut, dass ihr, man tut sich oft ein bisschen schwer, dass man nicht zu viel oder zu wenig lernt. Das Wichtige ist, bleibt es in der Region. Zum Beispiel, wenn man noch subkutan ist, muss man noch nicht die ganz tiefen Muskeln lernen. Ja? Da muss man halt schauen, dass man wirklich in der Region bleibt. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn man vorlernt, aber ist halt aufwendig. Aber man muss auch aufpassen, es reicht auch nicht, wenn man nur die Strukturen aufsagen kann. Also man sollte halt von dem, was man präpariert, schon noch ein Hintergrundwissen haben, okay? Und zu dem Hintergrundwissen wird man eben in der Einheit auch dann geprüft. Und das kann ganz unterschiedlich ausschauen. Zum Beispiel beim Muskel, wenn man den freilegt, wäre Hintergrundwissen immer Ursprung, Ansatz, Innervation und Funktion. Bei einem Gefäß, bei einer Arterie, sollte man wissen, wo kommt die her? Wo fließt die hin? Welche Äste hat die zum Beispiel? Bei Venen ist es immer umgekehrt, aufpassen, die kommt, also
Von wo kommt die? Welche Zuflüsse hat die? Wo fließt die rein? Und bei Nerven zum Beispiel auch noch ganz wichtig, was ist die Funktion? Also was innervieren die Nerven? Sind die motorisch? Welche Muskeln machen die motorisch? Oder es gibt auch sensible Nervenäste für die Haut. Ja, die sind zum Beispiel für die ersten Regionen ganz wichtig. Da werdet ihr viele Hautnerven finden, dass man weiß, wo kommen die Hautnerven her. Man weiß, dass das sensible Äste sind und dass man auch weiß, welche Hautareale von denen, von den Ästen dann, die ihr da findet, versorgt, also innerviert werden. Genau, das ist ganz wichtig, eben das Hintergrundwissen. Das ist, nennt man auch Systematik. Und das Zweite ist eben die Topografie, dass man auch weiß, wo das alles ist, also wo die Gefäße oder Nerven verlaufen. Das schaut sich auch an, welche Nachbarstrukturen gibt es, ja, wo findet man das? Und da wichtig auch mit Bildern arbeiten, ja, damit man sich das auch dann besser vorstellen kann. Es ist dann im Echten, wenn man es dann sieht, ein bisschen schwieriger oft, aber wenn man sich es eben gut vor angeschaut hat, dann tut man sich beim Präparieren noch leichter, alles zu finden. Genau. So. Genau, und eben um das zu lernen, gibt es jetzt ganz viele Bücher, die man benutzen kann. Und da ist es auch so, dass da ganz individuell ist. Also schaut sich einfach alles mal an und jedem gefällt was anderes. Es gibt Leute, die sagen, sie lernen nur im Walde, manche sagen, sie lernen nur hauptsächlich mit dem Atlas. Das ist natürlich eine gescheite Kombination aus einem Buch zu nehmen, aus einem Lehrbuch mit einem Atlas, finde ich schon wichtig, damit man viele Bilder hat, damit man sich das anschauen kann. Manche Leute benutzen auch ganz viele Online-Ressourcen oder so Online-Anatomie-Programme, 3D-Programme. Da schaut es einfach, was euch am besten passt. Am Ende müsst ihr einfach das können, was gefragt wird. Ja, woher das habt, macht, ist dann nicht so wichtig. Also einfach schauen, was man gerne hat. Genau. Und wenn man dann im Lernen beginnt, gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, da zu beginnen. Es gibt manche Leute, die schauen sich zuerst die Sezierleitung an, tun sich das unterstreichen und suchen die ganzen Begriffe raus aus dem Buch. Ich habe es zum Beispiel eher andersrum gemacht. Ich habe eher das Kapitel der Region erstmal gelernt und dann die Sezierleitung genauer gelesen, weil ich sie sonst nicht verstanden habe. Da schaut es einfach auch mit der Zeit mal rein und man kriegt so seine eigene Strategie für jede Region und dann geht es auch immer, immer schneller. Zeichnen ist auch eine Möglichkeit. Karteikarten machen, alles aufschreiben, rausschreiben, Anki-Decks. Viele Leute stellen sich Anki-Decks zum Beispiel. Genau. Könnt ihr auch mit euren Mitsekantinnen drüber reden. Vor allem dann für die Übergaben kann man sich gegenseitig die Regionen erklären. Gemeinsam auch am Präparat alles durchgehen. Ist auch ganz wichtig fürs Üben dann. Genau. Das wäre es dann auch schon von mir. Ja, vielen Dank, Anna. Es gibt jetzt im Chat schon einige Fragen. Ich denke, viele davon könntest du beantworten. Wir können es entweder so machen, dass wir nachher alle Fragen beantworten oder du jetzt langsam im Chat beginnst. Also sind Handys, Apps wie Atlas drin erlaubt? Ganz wichtig ist Handys und Tablets, alles Elektronische nicht. Ja, Lernunterlagen kann man mitnehmen, also analoge, aber auch keine Zettel, die herumfliegen. Sezierleitung auf jeden Fall mitnehmen. Und gerne irgendwie Hefte oder kleine Bücher, die gebunden sind. Das nächste ist. Die Frage mit Antestat, die darüber habe ich schon beantwortet. Das sind alles so organisatorische Fragen gewesen. Upsi. Ich kann es auch vorlesen. Welche sind jetzt noch nicht beantwortet? Ja, also zum Beispiel, was ist mit Antestat 1? Alle drei Sekanten in der Mail gemeint, beziehungsweise wie bereitet man sich auf die erste Einheit am besten vor? Okay, hab's eh schon ein bisschen erklärt, Antestat online zur eigenen Region machen. Ganz wichtig, nicht vergessen, das sind nur so ein paar Online-Übungen. Das ist nicht schwierig, das macht's einfach wirklich. Ich werde sehen, es ist nicht schwierig. Und vorbereiten eben, Sezierleitung genau lesen, ja, die Kapitel zu den Regionen, also im Buch anschauen, die Strukturen, alle Strukturen, die ihr quasi auch präparieren müsst, dass ihr dazu was sagen könnt, dass ihr was dazu wisst und auch wisst, wo die sind, damit ihr euch einfach auskennt. Also man sollte sich einfach in der Region versuchen, so gut es geht auszukennen.
und noch was dazu zu erzählen. Ja. Okay. Genau. Die nächste Frage, also werden in der ersten Übergabe die ersten 4 Wochen geprüft? In der ersten Übergabe, in den ersten 4 Wochen geprüft. Ja, genau, weil nach den ersten 2 Wochen gibt es keine Übergabe. Das bedeutet, bei der ersten Übergabe werden die ersten 4 Wochen geprüft. Genau. Okay, gut. Sonst noch? Dann, ja, ich denke, das wären für jetzt einmal alle Fragen. Dann freue ich mich, Dr. Hirtler zu begrüßen. Sie ist die Line-Koordinatorin für die OM1 und wird euch jetzt etwas über den Moodle-Kurs erklären. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem How to Rock. Ich darf euch jetzt kurz zeigen, was wichtig ist für unseren Kurs. Zunächst einmal das Wichtigste ist natürlich immer einen Blick reinzuwerfen in unseren Study Guide. Die Adresse vom Study Guide kennen Sie natürlich und da finden Sie unter OrganoVG1 die relevanten Informationen. Einerseits einmal einen grundsätzlichen Überblick über die Lernziele und die Schwerpunkte und auch Informationen zu den Planungsteams, die bei uns bei den Organophologien immer die gleichen Personen eigentlich umfassen. Und ganz wichtig, wenn ich all meine Anfragen, die Lehrveranstaltung betreffen, gibt es da auch eine E-Mail-Adresse, die Sie anschreiben können. Sie können natürlich auch bei wirklich wichtigen und dringenden Fragen mir schreiben. Unter dem Reiter Organisatorisches finden Sie Informationen einerseits zur allgemeinen Situation, zu Richtlinien und dann aber auch spezifische organisatorische Informationen zum Praktikum. Hier haben wir seit gestern durchgebracht, dass wir zu sechst wieder an einer Körperspende sezieren können und nicht mehr einzeln die Studierenden über alle 6 Säle verteilen müssen. Das heißt, sie können jetzt wieder in einem Team-Learning-Setting die Präparation an der Leiche erleben und auch erlernen. Die wichtigsten Dinge, die wir in der Organophobie 1 Ihnen nahebringen wollen. Sie finden hier auch die Informationen zur Ausrüstung, was Sie unbedingt mitbringen müssen für jede Einheit. Natürlich die Sezieranleitung in Printform, die bekommen Sie dann über die ÖH. So wie die Frau Meierhofer auch schon gesagt hat, bitte keine losen Zettel mitbringen. Sie können natürlich schon Zettel mitbringen, aber die geheftet in einem Schnellhefter oder in einem College-Block, das zumindest zusammenhängt, aber bitte keine einzelnen Zettel in den Saal mitbringen. Das macht einfach irgendwie Müll, wenn die da vielleicht ihren Zusammenhalt verlieren könnten. Zusätzlich bitte auch daran denken, dass Sie durchaus auch Atlanten oder Lehrbücher mitbringen können. Wichtig ist auf jeden Fall ein sauberer weißer Mantel. Ohne weißen Mantel gibt es kein Betreten des Saales. Bitte denken Sie daran, was Sie unter diesem weißen Mantel anziehen, ob das jetzt Straßenkleidung ist oder ob das Scrubs sind. Das ist Ihnen selbst überlassen, aber darüber bitte immer einen weißen Mantel. Und wichtig auch immer die Handschuhe anziehen. Handschuhe, hier ist es wichtig, dass es Nitrilhandschuhe sind, keine Latexhandschuhe. Weil Latex-Handschuhe einfach nicht chemikalienbeständig sind. Und Sie sollen ein Sezierbesteck mitbringen. Die Richtlinien für das Sezierbesteck finden Sie auf unserer Homepage. Wichtig natürlich in der derzeitigen Situation nicht vergessen, auch Ihre FFP2-Maske, die muss im gesamten Gebäudebereich getragen werden. Was dürfen Sie im Seziersaal nicht? Keine Speisen und Getränke im Seziersaal. Getränke können Sie natürlich vor dem Seziersaal hinterlegen, damit Sie in der Pause diese konsumieren können. Aber bitte achten Sie darauf, dass Sie diese nach der Einheit auch wieder mitnehmen. Alles, was nach der Einheit noch beim Fensterbrett oder auf den Kästen dort vorgefunden wird, wird entsorgt. Untersagt ist auch das Verwenden von elektronischen Geräten. Sie können natürlich Ihr Handy in der Hosentasche mitnehmen, aber bitte nicht rausnehmen. Sollten Sie doch aus einem sehr dringenden Grund Ihr Handy
Handy verwenden müssen, dann gehen sie aus dem Saal hinaus. Alle anderen Sachen einfach nicht mitnehmen in den Saal. Was sie auch nicht dürfen, sind Präparate selbstständig verorten, außer sie ziehen sie eben. Und natürlich, wenn sie mit unseren Körperspenden unethisch oder pietätlos umgehen, das wird auch sehr strikt geahndet bei uns. Was gibt es für Leistungsüberprüfungen? Die Lehrveranstaltung selber ist eine Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter, das heißt, sie müssen für jede Einheit vorbereitet sein und das wird auch eben entsprechend kontrolliert. Was aber zusätzlich als extra Kontrollpunkte vorgesehen sind, sind die sogenannten Übergaben, Überprüfungen, die nach Fertigstellung von Regionen stattfinden. Da werden alle Regionen, die entweder ab Sezier beginnen oder seit der letzten Übergabe präpariert werden, überprüft. Nicht nur vom eigenen Sekanten, sondern auch von allen anderen Sekanten. Zusätzlich gibt es zu diesem Zeitpunkt einen Regionscheck. Da wird geschaut, ob Sie Ihre Region sorgfältig repariert haben. Das wird auch benotet. Und für die nächste Region oder für die erste Region wird überprüft, dass Sie auch entstehen auf der Region. Jetzt ist es natürlich so, dass nächste Woche der Kurs beginnt und Sie jetzt natürlich noch nicht wissen, welche Region Sie nächste Woche präparieren werden. Daher haben wir auch in unserer Aussendung gesagt, dass Sie bitte für nächste Woche alle drei Regionen, die nächste Woche begonnen werden, vorbereiten mittels der Lernplattform in Moodle. Zu Moodle komme ich aber noch gleich. Am Ende des Sezierkurses gibt es eine Abschlussübergabe, die dann alle Themen, alle Regionen, die in Raum 1 präpariert wurden, umfasst. Parallel zum Praktikum gibt es einen digitalen Unterricht, der dann auch ein zusätzliches Fach nämlich Bilddiagnostik. Hier werden entsprechende Fallbeispiele und wichtige Punkte zu den einzelnen Regionen parallel zum Sezierkurs gebracht und eben besprochen, was es da für wichtige bildgebende Verfahren gibt und für wichtige Krankheitsbilder. Die Themen der bildgebenden Diagnostik, die sind abgesehen von einem Einführungsvortrag und einem WebEx während dem Semester alle im Moodle zu absolvieren. Im Moodle finden Sie auch einen virtuellen Seziersaal, den ich Ihnen zeigen kann. Hier stellen wir unsere Videos zur Verfügung, die alle Regionen auch befassen. Da steht dann auch, also da kann man dann sehen, wie zum Beispiel die Hautschnitte gemacht werden sollen oder wie die wichtigsten Strukturen topografisch in der Region verortet sind. Zusätzlich gibt es auch im Moodle einen Überprüfungspunkt, das ist das sogenannte E-Testing. Hier werden essentielle anatomische und bildgebende Punkte abgefragt. Da handelt es sich aber nicht um Spezialwissen, sondern eher um Basiswissensaspekte, die gekonnt werden sollten. Und hier ist es wichtig, dass Sie dann von den Prüfungsfragen 80% richtig haben. Wie ist es mit negativen Noten oder Ersatzleistungen? Beim Online-Modul, also alles, was auf Moodle passiert, gibt es einerseits die Ersatzleistung als mündliche Überprüfung beim E-Learning, bei der bildgebenden Diagnostik und bei den Attestaten. Beim E-Test gibt es zwei Wiederholungsmöglichkeiten. Die erste Wiederholung findet nochmal auf Moodle statt und die zweite ist dann mündlich auch. Bitte beachten Sie, für alle Prüfungen gibt es immer nur drei Termine, einen Haupttermin und zwei Wiederholungstermine. Wenn der zweite Wiederholungstermin auch negativ beurteilt wird, wird die gesamte Line als negativ beurteilt und Sie können diese Line dann nicht abschließen. Achten Sie auch darauf, dass für jeden Seziernachmittag immer eine Gesamtnote vergeben wird, sollte bei einer Übergabe oder beim prüfungsimmanenten Charakter oder bei einem anderen Überprüfungspunkt eine negative Note vergeben werden, dann wird automatisch der gesamte Nachmittag als negativ benotet und alle Überprüfungsereignisse müssen wiederholt werden. Achten Sie da bitte darauf und lesen Sie das zur Sicherheit auch nochmal durch im Study Guide. Wie die Gesamtbenotung ist, wir haben insgesamt
40% der Übergabeüberprüfungen, dann 10% der Regionschecks und der immanente Prüfungscharakter ist 30% und die Abschlussübergabe ist 20%. Aber das können Sie auch noch einmal nachlesen in den organisatorischen Informationen des Study Guides. Ich darf auch noch kurz die Lernplattform zeigen. In Moodle, diese Lernplattform ist leider jetzt noch nicht freigeschalten. Wir hatten heute das Pech, dass die Moodle-Koordinatoren ein Wartungsfenster noch eingebaut haben. Dementsprechend konnten wir das jetzt noch nicht freischalten, weil wir noch auf die Radiologie warten. Das wird dann morgen am Vormittag freigeschaltet und ich schreibe Ihnen dann auch noch verlässlich, sobald die Lernplattform tatsächlich auch verfügbar ist. Also bitte noch nicht suchen auf Moodle. Sie können diese Lernplattform noch nicht finden, weil sie eben noch nicht freigeschalten ist. Das ist das auch hier, der Kurs ist für Studierende noch nicht sichtbar. Ich bin jetzt extra mal in der Studierendenansicht, damit Sie sehen, wie das auch für Sie dann ausschauen sollte. Sie haben hier grundsätzlich einen Verteilerkurs für die Lernplattform Multimodale Morphologie. Sie haben hier zunächst einmal eben diesen Haupt-Moodle-Kurs, der dann auch verteilt auf die thematischen Gebiete der anderen und der bildgebenden Diagnostik. Was ist aber trotzdem wichtig an diesem Haupt-Moodle-Kurs? Hier finden die E-Tests statt, die gemeinsam von Anatomie und bildgebender Diagnostik befüllt werden. Einerseits einmal eine allgemeine Information und dann die E-Tests als wichtigen Inhalt für diesen Kurs. Was aber irrsinnig wichtig ist in all unseren Kursen, im Hauptkurs und auch im Anatomiekurs, ist, dass Sie vor Kursbeginn bitte diese Copyright-Bestimmungen durchlesen und diese bestätigen. Da geht es eben darum, dass Sie zustimmen, dass das Copyright bei den Inhalten, bei der Anatomie bzw. bei der Radiologie liegt und dass Sie, wenn Sie präparate Fotos sehen, dass Sie diese auf keinen Fall verbreiten dürfen, weil das eben auch gegen die Bestimmungen im Rahmen der Körperspende geht. Sie finden im Hauptkurs auch einen Überblick. Da haben Sie die einzelnen Sezierregionen, die Sie präparieren werden und auch einen Überblick über die E-Learning-Anteile. Sie haben eine Information, wann es an der Start sein wird und wann die E-Tests wird sein sollen und eben auch die Information zum Zeitpunkt der Übergabe. Sie sehen, die erste Übergabe ist erst nach der vierten Einheit. Das heißt, für die erste Übergabe ist auch als Prüfungsinhalt dann dieser gesamte Abschnitt zu lernen. Für die zweite Übergabe dann der Bereich zwischen der ersten und der zweiten Übergabe. Sie sehen, es ist dann immer für die Übergaben selber der Bereich im Absezierbeginn oder zwischen seit der letzten Übergabe zu wissen. Wichtig für die E-Tests ist, dass Sie sich anmelden für die Termine von den E-Tests. Sie haben hier einerseits eine Anmeldung für die Grundkenntnisse von der Anatomie und bildgebenden Diagnostik Ausdruck 1 und 2 und für den E-Test von Thorax und Thoraxorgane. Das ist immer erst verfügbar, wenn Sie auch das Copyright und Ethik absolviert haben. Das heißt, Sie müssen das zuerst bestätigen, ansonsten haben Sie gar keine Freigabe für die anderen Inhalte. Sie sind jetzt bei mir, ich kann mir gerade auch zuleiten. Sie haben dann auch die Informationen für die einzelnen E-Tests, wann auch der erste Wiederholungstest ist und der zweite Wiederholungstest wird immer erst mündlich dann bekannt gegeben, weil wir natürlich noch nicht wissen, wie viele Kandidaten wir dann prüfen sollen. Sie finden dann beim ersten E-Test auch exemplarische E-Test-Fragen. Da können Sie sich einmal anschauen, wie das Fragenformat ist und sich da mal einstimmen darauf, wie denn dieser E-Test ablaufen wird. Im Verteilerkurs haben Sie Zugang dann zur bildgebenden Diagnostik. Da haben Sie die Informationen von der Bilddiagnostik. Sie haben hier auch ein FAQ und dann die einzelnen E-Learning-Teile, die absolviert werden sollen bis zu einer bestimmten Deadline. Die Deadlines, die entnehmen Sie dem Sezierplan bzw. auch die Information dann im Moodle. Und
im Bereich des Anatomiekurses haben Sie dann noch einmal eine allgemeine Information, noch einmal dieses Copyright und Ethik, das Sie abschließen sollen und dann auch noch eine Möglichkeit, um während dem Praktikum Rückmeldungen zu geben, sollte es irgendwelche Problemfälle geben, können Sie uns das schreiben. Was gibt es dann noch im Anatomieteil? Sie haben hier diese Zieranleitung, auch mit dem aktuellen Deckblatt. Sie haben das vielleicht mitbekommen, wir haben immer einen Deckblattwettbewerb und da gibt es dann auch immer eine eigene Ausschreibung. Hier können Sie dann die Zieranleitung online anschauen und hier gibt es dann auch nochmal einen eigenen Zierplan. Was Sie auch sehen auf der rechten Seite, wir haben immer so ein kleines Museum auch installiert. Da werden dann auch noch die Deckblätter zur Schau gestellt, die uns mittels der Einsendung erreicht haben. Ich habe jetzt auch mittlerweile auf den Lehrenden, auf die Lehrendenansicht gewechselt, weil ja sonst ich Ihnen nicht alles zeigen kann, weil diese noch nicht freigegeben ist. Hier haben Sie auch noch die Spind-Einteilung. Hier kommt dann auch noch, sobald verfügbar, die einzelne Einteilung pro Tag, wo Sie Ihre Spinde finden für die einzelnen Kleingruppen. Aber wichtig ist, dass Sie sich die Nutzungsbedingungen dann schon einmal anschauen und auch die Einverständniserklärung für die Spindnutzung bestätigen. Was ich Ihnen schon versprochen hatte, war der virtuelle Seziersaal. Sie haben hier für jede einzelne Einheit, für jeden einzelnen Sekanten, haben Sie hier Videos. Diese öffnen sich dann auch und dann im Anschluss an diesen virtuellen Seziersaal haben Sie den Abschnitt Sicherheit und allgemeine Präparationsskills. Diese sollen Sie bis nächste Woche durchgeführt haben, diese einzelnen Aufgaben. Da Sie ohne das Absolvieren dieser Aufgaben das Sezieren nicht anfangen können. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Diese einzelnen Videos, das sind im allgemeinen Organmorphologie, allgemeine Präparierkunde-Kurs sichtbar. Wir haben uns da eben zusätzliche Fragen überlegt, Sie müssen hier auf diese einzelnen Aufgaben klicken. Dann öffnen sich hier das Video, wo Sie dann ganz am Ende, Sie sind mit einem Punkt markiert, noch eine Aufgabe erledigen müssen, um zu bestätigen, dass Sie dieses Video auch angesehen haben und verstanden haben. Also diese Aufgaben werden Sie alle erledigen bis zur nächsten Woche. Und auch ebenfalls das erste Attestat, da geht es eben darum, zu schauen und zu vermitteln, was denn für wichtige Schritte für die einzelnen Sekanten in der ersten Einheit zu absolvieren ist. Da geht es eben um die Hautschnitte und um die subkutanen Strukturen. Einerseits von der Brustwand, dann aber auch von der Bauchwand, vom Oberschenkel und vom Hals. Also bitte diese Sachen entsprechend absolvieren. Auch hier ist es so, dass diese einzelnen Sachen mit einem Video hinterlegt sind. Und auch hier sehen Sie dann mittels dieser Punktmarkierung, dass Sie dort wieder Aufgaben und Fragen absolvieren müssen. Sobald Sie dieses Attestat absolviert haben und der Termin abgelaufen ist zu der Freigabe, können Sie trotzdem diese Videos noch immer im virtuellen Seziersaal anschauen. Das heißt, die Videos, die sind zwar in Attestaten verfügbar, aber im virtuellen Seziersaal kann man sie durchaus noch einmal anschauen. Was passiert, wenn Sie ein Attestat vergessen oder nicht gemacht haben oder nicht alle Punkte erreicht haben, dann werden Sie im Seziersaal dann direkt vor Beginn der Präparation von Ihrem Tutor oder von Ihrem Saalleiter befragt. Das ist dann die Ersatzleistung für das verpasste Attestat. Ich bin jetzt am Ende von meinem Vortrag und ich habe auch gesehen, da gibt es gerade wieder eine Chatfrage.
über den Mittelzugang. Ich habe das schon am Anfang gesagt und es steht auch im E-Mail drinnen, das wir heute schon ausgeschickt haben. Das Moodle wird morgen am Vormittag freigegeben, weil wir heute noch ein Wartungsfenster hatten, mit dem wir nicht gerechnet haben und wir dementsprechend jetzt das noch nicht mehr freischalten können. Ja, vielen Dank, Dr. Hitler. Es sind jetzt einige Fragen in den Chat reingekommen. Seit 18.04, also da hat die Anna aufgehört mit ihren Fragen. Ich weiß nicht, wollen Sie die jetzt beantworten oder später? Ja, klar, gerne. Schon ein bisschen. Okay. So. Genau, also es war eine Frage, was passiert, wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen kann, dann schreiben Sie bitte Ihren Tagesleiter oder Ihren Demonstrator. Man muss eine ärztliche Bestätigung bringen und Sie können eine Ersatzleistung machen. Die Ersatzleistung wird von den Demonstratoren koordiniert, das steht aber eben auch in unserem Informationsmail, das heute rausgegangen ist. Bei einer Übergabe müssen Sie eben auch die Regionen von Ihren Kollegen kennen. Das hat den Hintergrund, dass eben nicht nur Ihre eigene Region dann perfekt können sollen am Ende des Kurses, sondern eben eigentlich alle Regionen, die wir im Rahmen der OM1 besprechen. Wie sollen Sie vorbereiten? Also Sie sich vorbereiten für die erste Einheit. Wie gesagt, bitte bereiten Sie einfach, so einfach ist ein schwieriges Wort, aber bitte bereiten Sie alle Regionen für die erste Einheit vor. Das sind die subkutanen Regionen. Vom Hals, vom Brustkorb, vom Bauch und vom Oberschenkel. Die Regionen, das steht auch in unserem E-Mail drinnen, die werden dann in der ersten Einheit zugeteilt. Welche G-Regelung gilt für OM? Bitte informieren Sie sich da auch auf der Homepage von der Med und da steht es publiziert. Es ist grundsätzlich eine 1G-Regelung für die UN. Und nein, den Eingangston kann man nicht deaktivieren. Der Kollege Hartmann hat das ganz am Anfang gesagt. Das würde leider übersehen beim Einrichten des WebEx. Die Übergabe findet am Beginn der fünften Einheit statt. Das Moodle von den OM-Kursen sieht deswegen ganz anders aus als die anderen Moodle-Kurse, weil wir in unserem Moodle-Kurs ein eigenes Design haben. Das bekommen Sie dann, wenn Sie unseren Moodle-Kurs dann auch tatsächlich nutzen können. Das heißt, wenn ich Ihnen dann morgen den Zugang geben kann. Die Regionen werden erst nächste Woche zugeteilt. Das ist so geplant. Digitale Anatomielehrbücher sind aufgrund des Verbotes von digitalen Endgeräten nicht erlaubt, im Sitzungssaal. Das Problem ist hier, dass wir natürlich auch keine Haftung übernehmen können über digitale Endgeräte, die im Sitzungssaal verwendet werden. Die Chemikalien sind nicht so digital endgerätfreundlich, sagen wir mal so. Und auch natürlich dementsprechend aus hygienischen Gründen ist das nicht erlaubt. Die Deadlines von den Attestaten sind, je nachdem, wann man die erste Einheit hat, die sind an dem Tag dann zu erledigen. Und die Möglichkeit, zum Nachsitzen, also für die Ersatzleistung besteht natürlich auf jeden Fall. Bezüglich Scrubs, das ist ein Thema von der UH. Ja, vielleicht. Und eben, wie gesagt, die Regionen werden nächste Woche zugeteilt. Vielleicht noch schnell zum Scrubs. Also, alle ja, vielen Dank, Dr. Hitler. Ganz schnell zum Scrubs, also um es nochmal zu sagen. Die Scrubs wurden mit der Reservierung
ausgegeben. Also alle Leute, die sich hier rechtzeitig angemeldet haben. Also wir haben eben limitierte Scrubs nur zur Verfügung und eben alle Leute, die sich rechtzeitig angemeldet haben und einen im Microsoft Forms beantragt haben, die kriegen einen. Also das sind auch schon Mails rausgegangen, wenn man sich wenn man sich nicht rechtzeitig angemeldet hat oder die Reservierung verpasst hat, dann kann man von uns leider keinen ausborgen. Also es sind jetzt aktuell auch alle Scrubs ausreserviert von uns. Aber wie gesagt, verpflichtend ist der weiße Mantel, darunter ist es nicht zwingend notwendig, Scrubs anzuziehen. Genau. Ja, vielen Dank, Dr. Hirtler, für die ausführliche Erklärung. Ich würde dann übergeben an Professor Weninger, den Leiter der Anatomie, der jetzt auch noch ein paar allgemeine Dinge zum Kurs erzählen wird. Vielen Dank. Ja, vielleicht ganz kurz nur, um auf die Fragen noch einzugehen, die ganz zum Schluss noch. Es ist natürlich so, dass die Kommunikation zeitgerecht erfolgt ist über den Study Guide. Und der Study Guide das erste Anlauf-Informationsgeschichtel ist sozusagen, dass man konsultieren sollte. Also es steht auch in der Aussendung drinnen. Wir würden bitten, wirklich den Study Guide gut zu lesen, intensiv zu lesen, genau zu lesen. Wir haben versucht, ihn auch trotz dieser ständigen Änderungen, die notwendig wurden aufgrund der Covid-Situation, zu aktualisieren, wirklich das Aktuelle abbilden zu lassen. Aber es ist für uns wirklich sozusagen die große Backup-Sache, dass der Study Guide sozusagen wirklich alles enthält, was für den Ablauf und für das Wissen über den Kurs relevant ist. Deswegen meines Erachtens nach, um auf das nochmal mit der Kommunikation zurückzukommen, wurden die Informationen auch zeitgerecht kommuniziert. Es ist halt alles in der jetzigen Zeit ein bisschen, sage ich jetzt aber, kurzfristiger und schwieriger und Veränderungen betroffen. Aber das sollte gerade in Österreich, wo das Improvisieren nicht dazugehört, irgendwie kein Problem darstellen. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz noch etwas präsentieren. Ich schalte es schnell frei. Und zwar nur die Folien im Wesentlichen, die Sie eh gesehen haben, einfach nochmal zur Erklärung, damit keine Missverständnisse entstehen. Und um die Situation ein bisschen zu schildern, also Sie haben gesehen, es bei den Aussendungen, die heute kamen oder bei der Aussendung, die heute kam, wurde die Zielsetzung ganz an den Anfang gestellt. Die Zielsetzung ist mannigfach und bezieht sich nicht nur auf das Vermitteln des dreidimensionalen anatomischen Wissens. Das ist natürlich der hauptsächliche Bestandteil, aber es sollte Ihnen sozusagen bewusst sein, dass Sie vor allem jetzt, wo wir, wie Sie ja schon gehört haben, nicht mehr in dem extremen Covid-Modus sind, wo wir einzelne Studierende an einzelnen Tischen, an einer Körperspende nur unterrichten müssen und dadurch das ganze Team, den ganzen Teamgedanken leider nicht durchführen konnten. Gibt es sozusagen, wenn Sie im Team arbeiten, auch andere Skills, die Sie erwerben, nämlich das ist diese Teamfähigkeit und die Abstimmung, sozusagen die Notwendigkeit der Abstimmung mit den anderen Personen. Wenn Sie mit Studierenden sprechen, die den OMs schon gemacht haben und diese Zielkurse schon jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gemacht haben, dann haben die diese Notwendigkeit nicht gehabt. Sie haben aber auch nicht die Möglichkeit gehabt, mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren und sich gegenseitig die Regionen sinnhaft vorzustellen. Und wir denken eben, dass es sowohl für das Erlernen oder für die Schulung der Teamfähigkeit und für das Umgehen damit, sozusagen, was ja wirklich eine ärztliche Grundhaltung ist, notwendig ist oder günstig ist, wenn Sie in diesen Sechser Studierende pro Körperspende-Setting sind. Und daher halt, ich sage jetzt mal, auf der einen Seite in Kauf nehmen müssen, dass sie halt abstimmen müssen, auf der anderen Seite aber auch Skills gewinnen, die vielleicht jetzt nicht so offen sind. Das heißt, diese Skills sollten Sie ein bisschen sich sozusagen vor Augen führen, wenn Sie dann jetzt in den größeren Einheiten sozusagen gemeinsam sich abstimmend sezieren müssen. Das, was ich Ihnen ans Herz legen möchte und das, was wir auch wieder heuer, nachdem wir jetzt sozusagen in den Seziersälen nicht auf unsere Plätze reduziert sind, sondern eben auch zu anderen Präparaten gehen können, mit Leuten kommunizieren können, mit anderen Studierenden und auch mit den Lehrenden kommunizieren können, nutzen Sie die Präparate, die Sie zur Verfügung haben im Seziersaal,
um sich gemeinsam nicht nur die eigene Körperspende, sondern auch andere Körperspenden vorzustellen. Also Sie haben in Wien die wirklich gute Möglichkeit, die gibt es ganz selten, sage ich jetzt einmal, in den Anatomien mittlerweile, wo Sie die Körperspenden auch, oder durch die Menge der Körperspenden sehr viele Vorteile gewinnen können, weil sie Variationen kennenlernen, weil sie ein bisschen ein Gefühl kriegen, dass der Körper halt nicht so ist wie in den Unterlagen, in den Büchern, in den Videos, in den einzelnen Online-Unterlagen ist, sondern dass er viel variabler ist und dass die Variation eigentlich das Normale darstellt. Ja, das ist etwas, was wir glücklicherweise in Wien machen können, was wir Ihnen zur Verfügung stellen können, und das wollen wir auch nutzen. Also das heißt, das ist ganz ein wesentlicher Punkt unseres Konzeptes und auch unserer Ziele, sage ich jetzt einmal. Wenn Sie das noch ein bisschen durchgeschaut haben, dann werden Sie auch so Sachen gesehen haben wie Skills in der Wahl von Zugang und Positionierungen. Das ist eine Sache, die man unterschätzt. Also Sie kennen das wahrscheinlich aus den Untersuchungen, die Sie selbst über sich ergehen lassen mussten, wenn Sie beim HNO sitzen oder wenn Sie in irgendwelchen, selbst bei der Zahnärztin oder dem Zahnarzt sitzen. Die Haltung ist sozusagen nicht, ich verwinde mich, damit ich irgendwo gut hinkomme, sondern ich lagere die Patientin oder den Patienten beziehungsweise in dem Fall die Körperspende, wenn es geht, möglichst so, dass ich gut dazukomme. Ja, und das ist ein wesentlicher Unterschied und das ist etwas, was Sie, wenn Sie das gut machen, Ihnen bei der Präparation unterstützt und was auf der anderen Seite aber auch etwas ist, was Sie sozusagen lernen sollen. Also wie gesagt, es ist sehr viel da drinnen, was Zusatzskills sind, die Sie durch die Sezierkurse und jetzt vor allem in diesem Semi-Commit-Modus sozusagen als Vorteile genießen können. Ihr habt den Sezierplan, haben Sie eh schon etliche Mal gesehen, ich gehe auch gar nicht darauf ein, weil das jetzt erschöpfend, glaube ich, beantwortet wurde, oder wir können das bei Fragen natürlich noch gezielt behandeln. Ich möchte nur auch wiederum da ein paar grundsätzliche Dinge sagen, nämlich erstens die Selbstständigkeit. Das heißt, Sie werden ausreichend gut betreut werden von studentischen Lehrenden und von akademischen Lehrenden. Aber die sind alle angehalten, dass Sie, wenn es geht, Sie so viel als möglich selbstständig machen lassen. Das heißt, die Idee ist nicht, dass wir da vorpräparieren und Ihnen die Präparation sozusagen vervollständigen, sondern dass Sie selbst das tun. Das ist auch eine Möglichkeit, die Sie halt in Wien haben, die Sie woanders in vielen Bereichen überhaupt nicht haben und in ganz, ganz wenigen Anatomien in dem Ausmaß genießen können, wie Sie es da genießen können. Deswegen nutzen Sie das und wir werden Sie auch sozusagen ständig drängen. Das gilt auch für das Lernen. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen als Lehrende Ihnen sofort Antwort geben, sondern wir werden Gegenfragen stellen. Wir werden versuchen, sozusagen Sie darauf hinzuleiten, dass Sie selbst die sich überlegen, sozusagen, wie Sie zu dem richtigen Ergebnis kommen. Ja, das hat viele Implikationen. Also die Lehrenden sind keine wandelnden Lexika sozusagen, die jetzt da durch den Saal gehen und Ihnen sofort Antworten geben, sondern Sie sind angehalten, dass Sie möglichst selbstständig sich die Inhalte erarbeiten, vorbereiten und auch dann umsetzen. Dazu haben Sie als Hilfestellung die Zielanleitung, diese Zielanleitung, die gleichzeitig eine Zieldefinition ist. Das heißt, dort sind sowohl im makroskopischen als auch, und das muss ich Ihnen halt nochmal sozusagen auch betonen, im mikroskopischen bestimmte Ziele und Kenntnisse definiert, die Sie kennen müssen. Das heißt, das wird vorausgesetzt. Also es ist wichtig, dass Sie wissen, wenn man das Perikard eröffnet, dass Sie wissen, was ist eine seröse Höhle. Ja, oder dass Sie wissen, wenn man die Pleurahöhlen eröffnet, was sind Rezessos der Pleura und wie ist die Pleura in sich zusammengesetzt sozusagen. Also welches Epithel ist dort vorhanden? Was hat das für Konsequenzen? Also diese Inhalte sind integrierter Bestandteil des Kurses, ne, und werden auch bei den Überprüfungen überprüft. Also das, was Sie als Grundlage im Block 2 hatten, das ist sozusagen gleichzeitig jetzt auch da Voraussetzung. Das ist auch, sage ich jetzt einmal, auf das
Ja, mit dem, dass sich die Knochen zum Beispiel, die sind Voraussetzung, den passiven Bewegungsapparat haben Sie im Block 2 gehabt, den müssen Sie können. Aber wir bieten Ihnen von Seite der Anatomie die Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel im sogenannten Computerraum und Computerraum sich Knochen physisch ausborgen können und dort auch an den Knochen zum Beispiel manche Inhalte nochmal festigen können, am Präparat sozusagen sich die Strukturen erlernen können. Dafür gibt es ein eigenes Wahlfach sozusagen, das jetzt nicht das Wahlfach in dem Sinn geführt ist, sondern wo einfach sich einen Zeitslot sozusagen in dem Computerraum buchen können und dort dann die Inhalte an Präparaten zum Beispiel arbeiten können. Ja, es geht natürlich nach den jeweiligen Vorgaben und nach den jeweiligen Verfügbarkeiten, aber das ist etwas, was wir versuchen, Ihnen flankierend sozusagen anzubieten, freiwillig. Also das ist etwas, was Sie halt nicht machen müssen, wo wir aber glauben, dass Sie davon profitieren könnten und wo Sie halt das eine oder andere versuchen können. Während der OM3, sage ich dazu, wird es ein bisschen schwieriger sein, weil wir da den Computerraum nutzen im Rahmen der OM3 für für digitalen Unterricht. Ist ein anderes System ein bisschen, aber das ist dann sozusagen ausgebucht. Also das wird nicht über die gesamte Zeit der OM2, OM1 zur Verfügung stehen, diese Möglichkeit. Das, was eh angesprochen wurde, was ich aber nochmal betonen will, ist dieser immanente Prüfungscharakter. Das heißt, selbst wenn Sie ein Attestat positiv beurteilt bekamen im E-Learning und Sie kommen dann in diese Zieleinheit, wird festgestellt, dass Sie über Ihre Region und über das, was Sie präparieren sollen, nicht ausreichend Bescheid wissen, dann müssen wir Sie negativ beurteilen und können Sie nicht weiter sezieren lassen. Ja, das hat klarerweise die Implikation, wenn Sie das nicht können, dann können Sie auch nicht zielgerichtet und schnell und effizient vorgehen. Sie zerstören Regionen, die ihre Kolleginnen und Kollegen können nicht daran adäquat lernen. Das müssen wir verhindern. Ja, und daher legen wir wirklich Wert darauf, dass Sie sich in Ihrer Region auf jeden Fall gut zurechtfinden können, zu jeder Zeit. Also das heißt, auch während der nächsten Zitierschritte, wenn es dann zum Beispiel kein Attestat war zu dem Zeitpunkt. Also das ist etwas, was ich Ihnen da mitgeben möchte, damit Sie das nicht unterschätzen. Der immanente Prüfungscharakter ist etwas, was extrem wichtig ist, was in diesem Praktikum die ganze Zeit wirklich notwendig macht, dass Sie sich mit der Situation, in der Sie sind, auseinandergesetzt haben. Und zu den Ansprechpersonen möchte ich noch sagen, das ist das eben, was ich versucht habe zu sagen, der Kommunikation. Im Study Guide sind die wichtigsten Informationen niedergelegt. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, schauen Sie mal im Study Guide nach. Das meiste werden Sie dort beantwortet finden. Wenn Sie die sozusagen weitere Fragen haben, dann stehen Ihnen natürlich als erste Ansprechpersonen die studentischen Lehrenden zur Verfügung und dann die Gruppenleitungen und dann in letzter Instanz natürlich auch die Abteilungsleitung bzw. die Line-Koordination. Das ist klar. Nur, also wir sind auch gerne bereit, das wahrzunehmen. Allerdings können wir natürlich oder kann viel effizienter auf das Ganze eingegangen werden, wenn sozusagen die Fragen, die von den studentischen Mitarbeitern beantwortet werden können, von diesen auch gleich beantwortet werden. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Ersatzleistungen vereinbaren, Sie sich zuerst an die studentischen Mitarbeiter und dann geht es an die sozusagen Gruppenleitungen und dann sozusagen an die Leitung. Das ist das Wichtige, Prüfungsregelungen sind besprochen worden. Das heißt, wenn ein Prüfungsereignis negativ ist an einem Tag, egal ob jetzt an einem Tag gleichzeitig Übergabe und Attestat zum Beispiel als Ersatzleistung stattfinden, dann ist die gesamte Benotung des Tages negativ. Wir müssen das leider so machen. Also es ist natürlich die Frage, warum macht man das so streng? Aber wir sind sozusagen, oder wir finden es notwendig, weil wir verhindern müssen, dass Sie an Tagen, wo die Übergabe stattfindet, dann nicht präparieren können oder weiter präparieren können, weil Sie das Attestat nicht adäquat vollzogen haben und Ihnen die Übergabe wichtiger ist. Oder wenn Sie die Übergabe negativ haben, aber dafür das Attestat sozusagen positiv, dass Sie dann einfach nicht weiter präparieren können, weil die Region, in der Sie die Übergabe geprüft werden, natürlich dann auch schon weiter präpariert wird und bestimmte Inhalte dann halt verloren gehen. Das heißt, wir müssen das leider so abstimmen. Es sollte Ihnen aber, und das habe ich ein bisschen herausgelesen, die Furcht ein bisschen oder die Sorge, dass Sie mit den Fragen im Chat,
dass sie mit den Inhalten nicht zurande kommen, das wird nicht sein. Also die Inhalte sind wirklich so, dass sie bewältigbar sind und wir versuchen ihnen auch alle erdenkliche Hilfestellung zu geben, dass sie sie bewältigen können. Das heißt, sie brauchen da nicht viel Sorge haben, wenn sie sich entsprechend um das Vorbereiten kümmern, dann ist es problemlos machbar, vor allem wenn die Inhalte jetzt wie in der OM1 relativ locker gepackt sind, damit sie die Präparationsskills in der ersten Phase erlernen können. Also das ist etwas, was auch ein bisschen auf die eine Frage, die ich vorher im Chat gelesen habe, abzielt, wo gestanden ist, wie soll man das in den 4 Tagen jetzt 3 Regionen vorbereiten und so. Sie werden sehen, die Regionen enthalten kaum relevante Strukturen, weil es in der Subcutis ist. Das heißt, Sie müssen wissen, wie sind die Hautschnitte zu setzen, wie orientiere ich mich dort an diesem Präparat, dann welche Hautnerven und Hautgefäße finde ich. Ja, viel mehr ist es da nicht. Und deswegen ist es auch ganz leicht möglich, 3 Regionen gleichzeitig im Antistat vorzubereiten. Ist vielleicht ein bisschen mehr Zeitaufwand, aber es ist für Sie profitabler und es erlaubt Ihnen, die Regionen, die Sie präparieren möchten, in Abstimmung mit Ihren Kolleginnen und Kollegen am Seziertisch abzustimmen. Das heißt, die Intention ist nicht, dass man Sie jetzt mit 3 Regionen belastet von Anfang an, sondern die Intention ist, dass Sie sich untereinander ausmachen können, wer präpariert welche Region. Ja, wenn ich das nicht zuteile, dann haben Sie die Möglichkeit, oder wenn das nicht zugeteilt wird von Anfang an, haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, wenn jemand halt mehr Interesse am Thorax hat, oder dann wird er halt vielleicht lieber eine Sekante nehmen, wo die Thoraxeröffnung stattfindet und wo die Thoraxeröffnung von dieser Person gemacht wird. Ja, oder wenn jemand mehr an der abdominalen Chirurgie zum Beispiel Interesse hat oder generell am Situs im Bereich der Bauchmuskulatur, dann wird er halt oder wird sie halt eher die Bauchregion nehmen zur Präparation. Und diese Freiheit wollen wir Ihnen zugestehen. Und deswegen macht es Sinn, dass wir sagen, schauen Sie sich alle 3 Antistat-Videos an, bearbeiten Sie die 3 Antistat-Videos und dann haben Sie sozusagen die Flexibilität, dass Sie sich die Region aussuchen können, die Sie auch wirklich präparieren möchten. Ja, und in Abstimmung natürlich mit den anderen, die am selben Seziertisch präparieren. Also das ist der Grund und gleichzeitig die Beantwortung eben dieser Frage, die ich da noch gesehen habe. Was ich Ihnen vorher schon gesagt habe, Nutzung mehrerer Präparate. Warum ist das wichtig? Weil Sie nicht nur die Variationen haben, sondern Sie haben an vielen Präparaten auch OP-Situs. Das heißt, wenn der Thorax eröffnet wird, dann ist da irgendwo ein Bypass, dann ist da halt irgendwo eine spezielle Situation, eine Pathologie, die Sie sehen. Deswegen sollten Sie die Möglichkeit haben und die Möglichkeit auch nutzen, dass Sie an verschiedenen Präparaten sich den Situs ansehen. Ja, dann haben Sie auch gesehen, wie schaut einmal so ein OP-Situs aus, wie schaut irgendeine Variation aus, wie ist das Herz, wenn er Rechtsventrikelhypertrophie ist, wie ist es, wenn er Linksventrikelhypertrophie ist, ja, solche Dinge. Das ist einfach, glaube ich, für den Blick, den man bekommt, immens wichtig. Und daher wollen wir Ihnen das auch irgendwo ermöglichen. Und das geht eben über das Buchwissen dann hinaus. Also das heißt nicht, dass das jetzt für zusätzliches Wissen generieren müssen, selbstständig, sondern das heißt einfach nur, dass sie ein Gefühl kriegen und nicht von Büchern nur abhängig sind, ne? Nur ein Schema eines Bildes zum Beispiel im Kopf haben, wenn sie versuchen, irgendeinen Eindruck zu bekommen, wie wenn sie eine Patientin untersuchen oder wenn sie irgendein OP-Situs vor sich sehen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass die Geschlechtsmerkmale, Sie werden das sehen, wird jetzt schon relevant, weil dass Sie die sozusagen an verschiedenen Geschlechtern sehen, dass Sie eben jetzt zum Beispiel sehen, was ist im Leistenkanal des Mannes verlaufend, was ist im Leistenkanal bei der Frau verlaufend, wie sind die Strukturen dort angeordnet, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede. Das ist alles etwas, was wirklich immens wichtig ist und wo Sie die anderen Körperspenden nutzen müssen. Ja, in Abstimmung natürlich und ohne, dass jetzt da große Trauben von Studierenden entstehen, die jetzt da nebeneinander sitzen. Aber Zielsetzung ist es bei uns, dass wir sie durch die Schulung sozusagen mit Hilfe der Videos so weit bringen, dass sie zielgerichtet schnell Patienten präparieren und dass sie dadurch Zeit haben, bevor sie noch mit der Region fertig sind,
die alle Regionen zu studieren, die bei der Übergabe dann tatsächlich auch gefragt werden. Ja, das heißt, Zielsetzung ist nicht nur, dass Sie jetzt da Präparat herstellen, und es ist auch das Präparat nicht jetzt das Allerwichtigste, sondern das Allerwichtigste ist, dass Sie daran lernen können und dass Sie die Zeit sich erarbeiten und dann auch nutzen, die Sie haben vor der Übergabe, dass Sie an jeder einzelnen Region sich orientieren können, von den Informationen, die Ihnen von den anderen Studierenden gegeben werden, profitieren können und so weiter. Also dass Sie gemeinsam diese Regionen durchbesprechen können und gemeinsam voneinander profitieren. Also es gibt diese berühmten Lernsysteme, wo man sagt, das Beste ist sozusagen Learning by Teaching. Ne? Also indem Sie den anderen Studierenden am Tisch die Region vorstellen, lernen Sie selbst. Ja, und sehr gut meistens, weil Sie einfach Fragen dann bekommen, mit denen Sie nicht gerechnet haben. So weit sollte es gehen. Bedeutet aber, dass Sie gut theoretisch vor Beginn der Präparation vorbereitet sein müssen. Und das ist der Grund, warum wir diese Kenntnisse immer wieder versuchen zu überprüfen und einzufordern haben, dass Sie die auch wirklich mitbringen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Detail. Das ist, ja, vielleicht eines noch in den Sezieranleitungen stehen jetzt drinnen in vivo, also Learning in Gruppenlearning in vivo oder so. Also uns geht sehr stark darum, dass Sie sofort die Informationen, die Sie aus der Anatomie haben, umsetzen auf den Lebenden oder auf die Patientin oder auf den Patienten oder auf die zu Untersuchende oder auf den zu Untersuchenden. Also das heißt, dass Sie das nicht nur auf das anatomische Präparat beziehen, sondern sich zum Beispiel fragen, naja, wenn ich, keine Ahnung, was ist in der Präparation drinnen? Ich glaube, Sie präparieren beispielsweise das Bein, ja, dass Sie sagen, wo ist die Arteria dorsalis pedis tatsächlich zu tasten? Ja, und dass Sie das dann, wenn Sie zu Hause sind, bei sich selbst versuchen zu finden, aufgrund des Blickes sozusagen und des Anblicks, den Sie von der Körperspende mitnehmen. Das, dort sehen Sie sozusagen, wie schaut es unter der Haut aus, und dann können Sie gezielt versuchen, wo muss ich mich orientieren, woran muss ich mich sozusagen irgendwie richten, damit ich genau diese Struktur tasten kann. Ja, und wir hätten vieles davon die Möglichkeit im Sezieren zu machen, geht heuer nicht. Und zwar deshalb nicht, weil wir in der jetzigen Phase natürlich mit Masken arbeiten müssen. Und ich sage jetzt mal, im Gesicht kann ich dann vieles nicht tasten. Und wir aus hygienischen Gründen und aus Covid-Präventionsgründen da halt Vorsicht walten müssen, lassen müssen. Aber prinzipiell nutzen Sie die Möglichkeit, dass Sie die Inhalte, die vorgeschlagen sind, in vivo zu tasten, vielleicht bei Ihrer Mitbewohnerin oder bei Ihrem Mitbewohner oder so versuchen zu tasten oder bei sich selbst irgendwie versuchen zu finden. Es erleichtert das Lernen und Sie haben dann, wenn Sie in die Klinik gehen und bei den ersten Untersuchungen sozusagen dabei sind oder die ersten Untersuchungen vornehmen, den ersten Status erheben, ein ganz anderes Gefühl, wo finden Sie was, wie orientieren Sie, wie kommen Sie am besten hin. Das ist so zur Abrundung, das war es ein bisschen über das Thema Sezierkurs. Quasi zu sagen ist, und ich möchte nur zwei Sachen noch sagen wegen der Logistik, wegen der Covid-Logistik. Also wir müssen ja ein High-Covid-Setting machen. Das bedeutet, dass wir nach wie vor Security haben und die Eingänge eben Eingang E und Eingang F sind, wo jeweils eine Kohorte von 20 bis 20 Studierenden pro Einlasstermin sozusagen eingelassen wird. Dort wird die Kontrolle stattfinden, die 1G-Kontrolle. Dort werden Sie dann eingelassen und dann gehen Sie in diese Garderobenhäuser. Und in diesen Garderobestiegen, die sind, ich sage jetzt mal, 5 oder 6 Etagen hoch und wir müssen sie dort aufteilen. Das hat deswegen zu tun, damit Sie nicht jetzt, wenn Sie in den unteren Etagen diese Ziersäle nutzen, dass Sie sozusagen nur die unteren Etagen nutzen und dort eine Traube entsteht, die kaum mehr bewältigbar ist. Das heißt, wir müssen Sie bitten, dass Sie alle flat sozusagen nutzen, sodass Sie halt nicht nur auf einer Ebene die Garderobekästchen belegen, sondern dass Sie halt auch, ich sage jetzt mal, zur Not ganz hinauf in die letzte Ebene gehen, dort ein Garderobekästchen nehmen und dann halt wieder ganz hinuntergehen, damit Sie zu Ihrem Seziersaal kommen. Ist leider nicht ideale Lösung, aber
es erlaubt uns, dass wir ein bisschen dieser Gruppenbildung und dieser extremen Kumulation von Studierenden am Gang in den Garderoben sozusagen entgegenwirken. Also wir verlassen uns darauf auf Sie. Ich glaube, das ist Ihnen bewusst. Also wir gehen sehr stark auf Ihre Selbstständigkeit und hoffen, dass Sie auch tatsächlich die einhalten und entsprechend nutzen. Sollte kein Problem sein, aber also ich denke mal, dass, wenn Sie einen medizinischen Beruf ergreifen wollen, dann ist das eh klar, dass man sich an bestimmte Richtlinien und Regeln hält und dass man die auch umsetzt. Und deswegen, glaube ich, kann man sich auch getrost auf Sie, was das anbelangt, verlassen. Sie werden dann eh sehen, wo diese Zielsäle lokalisiert sind. Das ist auch angeschrieben. Ja, die wird, glaube ich, jetzt kein großes Problem darstellen. Viele von Ihnen haben im ersten Semester diese Runden durch das Haus gemacht. Also da sollte es auch von dort her bekannt sein. Sie ziehen es halt 1 und 4 sind im Erdgeschoss, im ersten Erdgeschoss, Hochparterre. Sie ziehen es halt 2 und 5 sind einen Stock höher, also im ersten Stock. Und Sezierssaal 3 und 6 sind im zweiten Stock. Jeweils auf den einzelnen Körperreihen, Sezierssaalreihen sozusagen aufgeteilt. Informationen dazu werden Sie draußen im Hof dann finden, also dass Sie beim richtigen Bereich, gleich wo Sie den Seziersaal nutzen, in das Gebäude hineingehen. Das heißt, wenn Sie durch den Eingang E gehen, dann sind Sie eingeteilt für einen der Seziersäle 1, 2, 3. Wenn Sie durch den Eingang F eingelassen werden, dann sind Sie in den Seziersaal 10, 4, 5, 6 eingeteilt. Ja, und innerhalb des Saales dann ist die Zuteilung zu den Tischen bei den Großteilen der Gruppenleitungen sozusagen vorgegeben, aber Sie haben die Möglichkeit natürlich, sich innerhalb dann abzusprechen, wer welche Bereiche sozusagen sezieren möchte, sodass Sie halt am meisten von der Situation profitieren können. Informationen dazu, wie diese Zuordnung dann letztlich ist, welche Seziersaal Sie sind, wo Ihr Eingang ist, was Ihre Eingangszeit ist, werden Sie von den Gruppenleitungen bekommen. Auch die werden sozusagen zeitgerecht kommen. Es ist nur, wie immer natürlich, nicht ganz so einfach, diese organisatorischen Maßnahmen sozusagen umzusetzen. Das heißt, es ist von jedem Gruppenleiter oder Gruppenleiterin dann sozusagen, wird das kommuniziert. Gut, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was organisatorisch ist. Generell würde ich Sie bitten oder muss ich Sie bitten, dass Sie wirklich ganz strikt sich an die Covid-Vorgaben halten. Wir konnten das durchsetzen. Die Curriculumsdirektion hat zugestimmt, dass wir sozusagen diese 6 Personen pro Körperspende wieder machen können, was immens viele Vorteile hat, sowohl für Sie selber sozusagen als auch für die Betreuung. Also und auch wenn Sie es vielleicht am Anfang ein bisschen eng finden, Sie werden sich arrangieren können, es wird kein Problem sein und es wird, wenn Sie es vergleichen, viel für Sie einfach gewinnbringender sein letztendlich. Aber was wir Sie bitten müssen, ist, dass wir das auch umsetzen können und auch weiterhin umsetzen dürfen, müssen die geltenden Covid-Regelungen wie Maskenpflicht und die Situation am Gang und in den Garderobestiegen natürlich entsprechend umgesetzt werden. Und die müssen eingehalten werden. Das heißt, da gibt es nicht viel Spielraum für uns. Und da verlassen wir uns wirklich vollständig auf Ihre Eigenverantwortung, dass Sie das auch entsprechend umsetzen. Falls wir eingreifen müssten, kann das, muss man auch sagen, fairerweise bis zum Ausschluss aus dem Kurs führen. Also wenn irgendwo Masken nicht getragen werden oder wenn dort Situationen entstehen, die einfach nicht kompatibel sind mit den Regelungen, dann müssen wir sie einfach des Hauses verweisen, des Seziersaals verweisen und des Sezierplatzes zur Not verweisen. Also klingt sehr brutal, ist jetzt vielleicht sehr schroff, aber ich muss das einfach klarstellen, damit Sie auch entsprechend sich danach richten können. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, ich glaube, das ist die ersten Informationen, die
so organisatorisch und inhaltlich sind. Ich weiß nicht, was im Chat jetzt in der Zwischenzeit kam. Gibt es da was, was man noch besprechen sollte? Oder haben Sie Fragen generell dazu? Also Sie können jede Frage natürlich gern stellen. Ja, vielen Dank, Professor Weninger, für die ausführliche Erklärung. Es ist eine Frage an mich herangetragen worden im Privatchat. Da wurde gefragt, ob die Tischeinteilung schon vor der Einheit erfolgt, dass die Studierenden sozusagen wissen, mit welchen Kleingruppenkolleginnen sie da am Tisch gemeinsam stehen werden oder ob das erst im Saal ersichtlich wird. Ja, also ursprünglich wollten wir das sozusagen den Studierenden freistellen, um eben die Möglichkeit zu geben, mit bekannten Kolleginnen und Kollegen zu präparieren. Es wird aber so sein müssen aus logistischen Gründen, dass wir das vorweg zuteilen und die Aussendung kommt über die Gruppenleitungen. Das heißt, es ist leider ein bisschen eine Notwendigkeit, dass wir nicht ganz so weit freigeben können, wie wir gerne würden, weil die Einteilung vor allem auch der jeweiligen Garderobebereiche von der Saaleinteilung abhängt und weil die Einteilung im Saal natürlich, wenn das sozusagen komplett frei ist, dann möglicherweise zu einem Chaos ausartet, das wir halt dann schlecht beherrschen können. Und daher, und unter den Covid-Regeln, die noch nicht ideal sind, weil nächsten Rockraum kommen mit dem 5., wir starten aber schon nächste Woche. Also das ist alles nicht ganz so eine einfache Situation. Deswegen müssen wir halt trotzdem rigider vorgehen, als wir das eigentlich wollten. Genau, ich weiß nicht, ob noch im Chat. Wo hätte man von heute den Sezierplan finden können? Steht da. Weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist, muss man sagen. Also der Sezierplan wird eben über das Moodle jetzt zur Verfügung gestellt. Er entspricht im Wesentlichen dem Sezierplan der letzten Jahre. Wir haben nur die Gruppeneinteilungen oder die Kanteneinteilungen so machen müssen, dass sie möglichst flexibel sind, dass wir sowohl in einem Einzel-Covid-Setting als auch im jetzigen Covid-Setting, als auch in einem regulären Unterricht, sie umsetzen hätten können. Deswegen ist das natürlich ein bisschen ein Kompromiss nach wie vor, aber es ist im Wesentlichen die ähnliche Einteilung, also Subcutis zuerst, dann die profunden Regionen und dann die Eröffnung der großen Höhlen. Die Einteilung, vielleicht muss man dazu vorausschicken noch, ist so getroffen, dass sie am Anfang möglichst viel Zeit haben, damit sie lernen, wie sie sezieren. Das heißt, es soll am Anfang ja auch ein bisschen die Sicherheit im Vordergrund stehen, die Handhabung der Instrumentarien im Vordergrund stehen und dann eben das Erlernen, wie komme ich zum zielgerichtet, schnell und effizient zum Ergebnis. Also das ist, und das kann ich Ihnen nicht stark genug sagen. Also wenn wir sie anhalten, zielgerichtet und schnell vorzugehen, dann hat das nicht den Sinn, dass wir sie da irgendwie quälen wollen, sondern es geht wirklich darum, dass sie möglichst viel Zeit zum Lernen haben. Je schneller sie fertig sind, je sauberer sie präparieren, umso mehr Möglichkeiten haben sie, an ihren und an fremden Präparaten zu lernen. Das ist wirklich ein ganz essentieller Punkt. Also deswegen legen wir so viel Wert, zielgerichtet und sauber zu präparieren. Schauen Sie sich die Videos an, das sind Tipps, wie man am besten vorgeht. Dann probieren Sie es einfach durch und wenn Sie Fragen haben, dafür sind die Tutorinnen und Tutoren da. Professor Weninger, ich würde jetzt vielleicht nur an die Kollegin von der Zahnmedizin übergeben, dass sie noch die zahnspezifischen Fragen auch beantworten kann oder vielleicht auch etwas über den Zahnkurs erzählt, dass sie da nicht... Ja, das tut mir leid. Ja, viel Erfolg noch. Das tut mir leid. Viel Spaß noch beim Weiteren. Okay, ich spreche jetzt mal wieder aus. Darf ich noch eines nur zur Zahnmedizin sagen, weil das auch nicht kompliziert wurde, glaube ich. Zahnmedizin wird heuer nicht in Kärnten stattfinden, sondern
in einem anderen Setting, wie ich im Sitz gesagt habe. Das hat den Hintergrund dieser Teilen. Ich wollte Ihnen das nur sagen, dass noch ausgeschickt werden, wenn es nicht schon ausgeschickt wurde, nur dass Sie das, wenn Sie jetzt die Zahnmedizin sozusagen behandeln, dass Sie das auch im Hintergrund haben. Gut, das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Dann würde ich kurz über den zahnmedizinischen Ablauf reden. Also, das meiste ist eh ziemlich gleich. Also, die Kollegen haben es eh schon erwähnt. Hallo erstmal, ich bin die Hanna. Ich bin der OMZ1 und Z-Prop-Tutor. Soll ich noch kurz warten? Ja, warte vielleicht noch kurz. Das ist ärgerlich mit dem Geräusch. Okay. Dann fange ich mal an. Gut, also nochmal, ich bin die Hanna, ich bin OMS1-Tutor und Z-Prop-Tutor beim Traxler. Die Kollegen haben das meiste eh schon sehr gut beschrieben, für uns gilt vieles eh. Also vor allem die Verhaltensmaßnahmen sind natürlich auch gleich für euch, also die Covid-Maßnahmen und das im Sitziersaal. Ein paar Sachen sind schon unterschiedlich, vielleicht für euch chilliger, also die ganzen Moodle-Tests, also die Antistate und die Bilddiagnostik-Tests, das habt ihr alles nicht. Also all eure Prüfungen in OM erfolgen vor Ort. Ihr müsst online nicht wirklich was machen. Die tollen Videos vom Anatomie-Team habt ihr trotzdem. Die würde ich euch schon empfehlen anzuschauen, weil das unterscheidet sich sehr wohl, was im Anatomiebuch schön bunt ist versus was am Präparat zu sehen ist. Also diese Videos sind wirklich empfehlenswert. Sonst, soweit ich weiß, habt ihr auch eine Stunde kürzer die Woche und wir Tutoren prüfen meistens gerne am Anfang der Stunde, das heißt, dann haben wir die Prüfung mal hinter euch, habt ihr hinter euch und dann können wir in Ruhe alle gemeinsam sezieren. Ein paar Sachen heißen anders. Diese Übergabe, die Anna erwähnt hat, heißt bei uns TBL, also Team-Based Learning. Die haben wir nach der 6. Einheit. Also da werden alle Studenten, alle Sextanten nochmal abgeprüft. Und dann die 12. Einheit, also nochmal 6 Einheiten, dann habt ihr die 2. Übergabe, also aka TBL. Und da lernt ihr wieder alles ab der 1. Übergabe für die nächste Übergabe. Ihr habt vielleicht schon eure Regionenübersicht auf Moodle gesehen, das schaut so circa aus. Ihr denkt euch vielleicht, okay, wir Zahnmediziner müssen jetzt das, was Humanmediziner in 3 Semestern lernen, in einem Semester kompakt lernen. Keine Sorge, das gehen wir alles in Ruhe gemeinsam durch. Schaut euch für die 1. Einheit nächste Woche, wie gesagt, die ganzen subkutanen Sachen an, also die Hautnerven und die oberflächlichen Venen und so weiter. Und dann gibt es ein paar Einheiten, da steht zum Beispiel Thoraxeröffnung, Baucheröffnung, Hirnentnahme. Das machen die Humanmediziner gar nicht mal dieses Semester Hirnentnahme, das ist ein eigenes Semester. Das machen wir aber heuer. Das sind Einheiten, die für alle Studenten gleich sind. Da gibt's eine Prüfung für alle an dem Tag. Aber das könnt ihr dann eh entnehmen aus diesem Plan da. Das habt ihr auf Moodle. Was für euch Zahnmediziner vor allem wichtig ist, OMZ1 ist, ihr denkt sich, okay, wieso sollen wir dies und das lernen, wenn wir eh Zahnmedizin machen? Wie ihr bereits vielleicht wisst, nächstes Semester habt ihr Kopf-Hals, also Z-Prop-2. Das ist sehr intensiv, da habt ihr fast 8 Stunden am Tag sezieren. Deswegen ist es gut, wenn ihr jetzt schon langsam lernt,
wie man Anatomie lernt, weil später für das Staatsexamen werde ich das auch geprüft. Und Kopf-Hals sind extrem dünne Strukturen, also vor allem die Facialis-Esse zum Beispiel. Und je früher ihr lernt, wie man schön seziert, desto besser in Kopf-Hals. Wir haben das heuer eh mitbekommen, 2020, also durch Covid, die Leute, die kein OMZ1 hatten und dann später Kopf-Hals hatten, also die Präparate haben dann ausgeschaut, deswegen nützt es, dass ihr euch das schön anschaut und das gut lernt, wie man ein Präparat schön seziert. Und sonst wäre es mir ein Anliegen gewesen, ihr habt jetzt bald die erste Einheit und es wird von euch schon verlangt, dass ihr die Haut abzieht und präpariert. Für mich war das damals ein riesiger Schritt, okay, ich sehe zum ersten Mal eine Körperspende und sie wollen von mir sofort schon, dass ich die Haut abziehe. Wenn ihr eine Pause braucht, gleich in der ersten Einheit, sagt uns Tutoren Bescheid oder Professoren, das ist natürlich verständlich. Und ja, also habt da keine Scheu, sagt uns einfach Bescheid, wenn es alles zu schnell für euch ist oder sonst deckt am Anfang mal das Gesicht ab von der Körperspende. Ja, die erste Einheit sind wir alle sehr human, also macht euch da keine Sorgen. Sonst, falls es spezifische Fragen gibt bezüglich dem Zahnmedizinablauf, also bei OM natürlich, könnt ihr jetzt noch fragen. Aber sonst ist es alles gleich. Ja, vielen Dank, Hanna. Genau, du hast eh Zugriff auf den Chat. Also ich schätze, die meisten sollten dann schreiben, wenn er noch etwas ist. Ja, also der Hauptunterschied ist eigentlich nur, dass ihr diese Moodle-Tests nicht habt. Jetzt kommen sie. Genau, also das mit den Sextanten. Wenn ihr KG-Gruppen schon habt, WhatsApp-Gruppen, dann könnt ihr euch das schon mal vorab ausmachen. Also Zahnmedizin jetzt. Aber schaut euch trotzdem alle Sextanten an für nächste Woche. Wie gesagt, es ist wirklich nicht so viel. Es wirkt am Anfang viel, aber das schafft ihr. Ja, also ihr habt es im dritten Jahr, habt ihr OM. Aber das heißt halt Z-Prop 2, Kopf-Hals. Das ist dann mit Okklusion gemeinsam. Das ist dann eine schwierige Zeit, deswegen schaut, dass sie jetzt schon lernt, wie man Anatomie lernt. Themenspezifische Inhalte, Nerven, Venen, Muskeln. Genau das gleiche wie die Humanmedizin. Also Muskeln müsst ihr Ursprung, Ansatz, Innovation, Funktion müsst ihr genau gleich lernen. Und bei Nerven auch die Funktion. Klinik zu lernen ist auch immer spannend. Also, eure Sezieranleitung unterscheidet sich ein bisschen. Die ist auch auf Moodle. Die kriegt ihr nicht ausgedruckt von der ÖH, wie die Humanmediziner. Müsst ihr euch selber ausdrucken, aber die könnt ihr mit in den Raum nehmen und da geht. Da steht, welche Namen ihr könnt. Und für die TBLs, also die Übergaben, gibt es auch Termini-Listen. Das habt ihr auch auf Moodle. Das sind so Hilfen, wo ich euch anschauen könnt. Okay, gut. Wenn das auf der Terminliste steht, dann müsst ihr das unbedingt können. Natürlich, also ob ihr die Zieranleitung von Humanis abholen könnt, ich weiß nicht, ich habe es vermutlich eine beschränkte Anzahl. Nein, bitte nicht. Die sind mit einer genauen Anzahl bemessen, weil die halt auch konkret für die OM1 geschrieben sind.
Also ich würde da sehr darum bitten, da die zahnspezifische zu verwenden und nicht die Human, weil sonst bleibt für manche Humanmediziner keine übrig. Das wäre nicht so gut. Genau. Eure zahnspezifische ist eh auch richtig gut, diese Zieranleitung. Also macht euch da keine Sorgen. Die ist sehr genau. Ich denke, das sonst war noch alles, oder? Man bleibt nicht die ganze Zeit ein Sextant, sondern nach dem TBL gibt es dann einen Regionenwechsel dann. Doch, du bleibst die Sextant, aber die Region wechselt sich. Das sieht man im Plan eh schön. Die Aufnahme wird dann auf YouTube hochgeladen. Wir müssen, nachdem bei einem kurzen Teil vom Video ein Bild von einer Körperspende reingekommen ist, müssen wir nur noch mit den Anatominnen absprechen, ob man die drin behalten kann oder ob das in Ordnung ist, wenn das drin bleibt. Aber das ist dann grundsätzlich auf YouTube zu finden. Ihr könnt jetzt auch schon, also falls irgendwie Kolleginnen von euch das Video verpasst haben, oder also jetzt den Vortrag, dann gibt es auch noch das How to Rock OM von letztem Jahr auch schon auf YouTube. Also das ist alles hochgeladen, das könnt ihr euch anschauen. Jetzt ist dann noch eine Frage reingekommen mit OM Lernplan. Magst du die mal beantworten, oder? Hat eurem Lernplan so ausgeschüttet, wie Zeit für Übergaben etc. einplanen. Unterschiedlich irgendwie. Genau, also nützt am besten schon beim Sezieren die Zeit mit euren Kollegen ab und zu, was durchzubesprechen. Also weil letztendlich bei Übergabe müsst ihr dann alle Regionen können. Das heißt, ist nicht schlecht, wenn ihr wisst, okay, bald steht die Übergabe an, dann redet aber natürlich Corona-konform mit euren Kollegen und schaut's, und die sollen euch die Strukturen zeigen am Präparat. Und wie lange man da lernt für Übergaben, ist sehr individuell. Das werdet ihr schon sehen. Ja, voll. Also irgendwie, es war generell, also für mich in der OM 1 und 2 war es eigentlich immer so halt, zuerst einmal, dass die Sezieranleitung irgendwie die Begriffe und so rausschreiben und die dann ausarbeiten und halt parallel irgendwie mit einem Atlas auch so einen Überblick bekommen, halt über die Topografie und dass man halt so zuerst mal überblicksmäßig halt die großen Strukturen kann und wenn die sitzen, dass man sich dann halt die kleineren Äste und Details irgendwie anschaut. Ja, da hatten wir jetzt gefragt, präpariert man zum Beispiel nur erst Oberschenkel und dann erst was anderes? Ja, genau, also du präparierst deine Sekante. Wenn du Thorax hast, dann tust du Thorax reparieren, aber es wird immer tiefer und tiefer. Und dann hast du die Übergabe und dann bist du am Bein oder nein, also eigentlich bist du dann vermutlich Arm oder irgendwo. Je nachdem, was bei dir steht. Gut. Hanna, dann bedanke ich mich für deine Zeit und sorry, dass gerne, du gerne so lange warten musstest. Aber it's times, nobody cares. Deswegen, ich verstehe sie. Oh Mann. Na gut. Also okay. Ja, okay, also danke, verabschiede ich. Voll. Ciao. Ciao.